Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. In diesem Intro möchte ich dir gerne etwas darüber erzählen, wer ich bin und was es mit Hoffnung to go auf sich hat und was dich hier erwartet. Mein Name ist Anja Bielenberg und ich bin Anfang 50, naja, fast Mitte 50, verheiratet und Mutter. Ich bin Life-Coach und habe einige Jahre in einer eigenen Praxis für psychologische Beratung mit Ratsuchenden gearbeitet. Zurzeit lebe ich mit meiner Familie auf dem Land und genieße die Ruhe und die Zeit zum Schreiben. Schreiben wie etwa diesen Podcast. Ich bin eine fröhliche Person mit einem ansteckenden Lächeln im Gesicht und wundervollen Locken auf dem Kopf. Ein weiteres Merkmal ist mein Rollstuhl, auf den ich seit einem Unfall angewiesen bin. Davon berichte ich dir in Folge 1 etwas genauer. So einen Rollstuhl kann man ja nicht mal eben heimlich im Handgepäck verstecken. Stelle mir gerade vor, jemand würde tatsächlich meinen Rollstuhl unter mir wegziehen und ich plumpse knallhart auf den Boden. Und dann? Nein, nein. Mein Rollstuhl ist also untrennbar mit mir verbunden. Aber das ist nur äußerlich. Das, was du nicht sehen kannst, ist tief in meiner Seele verborgen. Das ist es, was mich geprägt hat und zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin. Diverse Traumata pflasterten auch meinen Weg und die Abwärtsspirale war vorprogrammiert, bis ich meinen inneren Ratgeber zu Wort kommen ließ. Das Eintauchen in die spirituelle Welt war meine Rettung. Besser gesagt, Jesus war meine Rettung. Ja, er ist meine Hoffnung. Jesus ist meine allergrößte Liebe. Es war nicht immer leicht in meinem Leben, aber meine innere Heilung ist so weit fortgeschritten, dass ich heute anderen Menschen stützend, ermutigend und tröstend zur Seite stehen kann. Mein Glaube darf ich, Gott sei Dank, in Deutschland offen leben und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir als Ehepaar eine Ortsgemeinde haben, in der wir angekommen, angenommen und willkommen sind. Wir können unsere Begabung einfließen lassen und in diversen Bereichen innerhalb und außerhalb der Gemeinde den Menschen unserer Stadt dienen. Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Dieser Titel ist Programm und ich finde ihn richtig gut. Denn er sagt alles aus, was über mein Leben und meine Arbeit zu sagen ist. In all den Beratungsstunden war ich die Letzte, die die Hoffnung verlor. Ich glaube nämlich, dass Jesus immer an uns glaubt und Hoffnung für uns im Herzen trägt. Die Bibel sagt uns, dass er beständig für uns betet. Somit sehe ich meine Aufgabe darin, gemeinsam einen Weg zu erarbeiten, damit meine Klienten einen eigenen Zugang zu dieser Wahrheit bekommen, um selbst Hoffnungsträger zu werden. Natürlich ist es manchmal ein langer und auch ein steiniger Weg, aber es lohnt sich. Vielleicht stehst du gerade ebenfalls an einem hoffnungslosen Punkt in deinem Leben und brauchst jemanden, der dir mit Zeugnissen und biblischen Wahrheiten den Weg hin zu einem hoffnungsvollen Leben ebnet. Dann ist mein Podcast genau das Richtige für dich. Jesus sagt uns in Jeremia 29, Vers 11: Ich habe Gedanken des Friedens für dich. Ich will dir neue Hoffnung schenken und ich habe eine Zukunft für dich vorbereitet, die voller Liebe, Heilung und Wiederherstellung ist. Was erwartet dich hier also konkret? Ich werde dir von mir erzählen, ungeschminkt und echt, damit du mich ein wenig kennenlernen kannst. Die Frage nach meiner Behinderung ist für andere Menschen immer wieder ein großes Thema gewesen. Daher werde ich damit die erste Folge starten und schildern, was mir zugestoßen ist. Die weiteren Folgen werden ebenfalls autobiografische Anteile haben. Aber mein Hauptanliegen ist es, dir die Wahrheiten der Bibel alltagstauglich zu erläutern. Ich habe Jesus vor 25 Jahren in mein Herz gelassen und mit ihm zusammen so manche Freude, aber auch allerlei Schmerz und Trauer erlebt. Immer dabei war die Hoffnung, dass alles wieder gut wird, dass Jesus mich nie alleine lässt und alles, was mir geschieht, zum Besten dienen muss, selbst wenn es nicht danach aussieht.
Es warten also spannende Folgen mit lebensnahen Zeugnissen auf dich. Danke, dass du heute dabei warst bei Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Mein einziger Lohn ist deine Bewertung, dein Liken und dein Teilen. Jeder Kommentar auf Instagram hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Würde mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Besuch mich auch gerne auf unserer Homepage www.hoffnungtogo.de. Wir haben einen kleinen Shop, aber wir haben auch weitere interessante Sachen auf dieser Homepage zu finden. Also, ich hoffe, es hat dir heute gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.